Ja, herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde und Motorsportfreunde. Weiter geht's in unserer Karriere in Misano. Und wenn ich sie nicht selber lesen würde, würde ich es ja gar nicht glauben. Troy Causer mit der BMW auf der 2, ganz knapp hinter uns. Ganz knappe Geschichte. Max Biaggi, Fabrizio, Kyle Crutchlow auf der 5, Fager, Checker, Haslam. Also ganz spannende Geschichte hier. Starten wir jetzt gleich ins erste Rennen. Und Gott sei Dank ist trocken, denn im Regen wird man wieder sehr schlecht ausschauen, glaube ich. Jetzt werden wir noch kurz die Reifen einstellen. Vorne werden wir einen mittleren und hinten auch raufgeben, würde ich sagen. Denn ich glaube, hart wird dann, glaube ich, nicht so optimal sein. Da werden wir dann zu viel verlieren am Anfang. Was ich so jetzt vom Testrennen noch weiß, glaube ich. Aber schauen wir mal. Notfall können wir dann im zweiten Rennen noch umwechseln. Und los geht's. Ja, Max Biaggi auf der 1 vor Troy Causer. Fabrizio mit seiner Ducati hier auf der 4. Puntoli hinter uns. Schau mal, die Strecke ist sehr sturzgefährdend. Müssen wir kurz aufmachen, da ist schon Guntoli. So, die schnellen rechts, das sind unsere. Da müssen wir die Zeit gut machen, aber es ist natürlich schwer. Denn es gibt mehr oder weniger nur eine Linie und da fährt er halt auch wer. Deswegen ist das nicht einfach, ja, und da ist schon wieder einer gewesen. Ja, jetzt hat er Pech gehabt, jetzt fährt er wieder selber raus. KI ist einfach zu blöd. Die fahren einfach jedes Mal voll rein. Aber gut. Ist halt so. Ah, hier erste Schikane. Wenn man hier... Man kann zwar später bremsen als die KI, aber... Die Gefahr ist dann natürlich ganz groß, dass der wieder innen abschießt. Na, da fährt er wieder einfach rein. Unglaublich. Unglaublich schlecht programmiert, muss man hier ganz offen und ehrlich sagen. Weil hinter der KI ist er noch halbwegs okay, außer die engen Kurven und die schnellen Kurven, dass sie da ein bisschen anders unterwegs sind. Würde auch noch besser gehen, aber wenn sie hinter einen sind, knapp, und dann stecken sie einfach rein, egal was los ist. Causa hier noch auf der 3 immerhin. Hat zwar nur zwei Plätze hier gegen seine KI-Kollegen, sage ich einmal, verloren. Gegen uns hat er natürlich eine gewonnen. Aber gut unterwegs. Troy Causa mit seiner BMW. So, jetzt ist ein bisschen Luft drinnen hier wieder, das ist gut. Fabrizio wird eh wieder ein bisschen abbauen, so wie wir ihn kennen. Mal
schauen, kann von hinten Lynn Haslam und Johnny Ray da ein bisschen was gut machen oder nicht. Sind auch dann erst an der Ducati vorbei, ist auch klar. Ah, Trakosa verliert ja schon an der Spitzenfeld und den müssen wir vorbei, wenn wir hier den Anschluss an die Top 2 halten möchten. Aber zuerst müssen wir hier mal an Trakosa dranbleiben. Ah, Fabrizio hält eher ein bisschen auf hinten. Aber Johnny Ray, glaube ich, wird da noch kommen. Ah, hier. Sind wir mal vorbei an Trakosa. Das war wichtig, dass er uns nicht hier wieder irgendwo abschießt. Ah, die war nicht gut. Jetzt kommt er wahrscheinlich hier, aber ich höre ihn schon. Aber das... Ja, da ist er schon. Aufpassen. Sonst nicht abschießt. So, jetzt bremsen wir später. Das müsste passen für die Haarnadel. Für die rechts. Ja, das war gut. Ah, ein bisschen Abstand, das ist wichtig. Ja, das passt. Da haben wir jetzt Trakosa abgeschüttelt. Mal schauen, ob er sich auf B4 zumindest halten kann hinten. Runde 4 von 10. Ja, dann schön langsam in der 2 Runden werden wir schon unsere Minenreifen. Bisschen zur Geltung kommen eventuell. Schauen wir mal. Karl Crutchlow bleibt verbissen dran hier am Max Biaggi. Aber ranfahren kann er sicher nicht, glaube ich, denn da ist er einfach zu schnell. Obwohl er unterm Strich doch ziemlich gleich schnell ist. Abstand ist nicht groß, würde ich mal sagen. So von der Entfernung. Schwung verloren hier in der Wiese, das war wieder unnötig, aber okay, war nicht so tragisch. Ah, wir bleiben hier in Reichweite. Trakosa wird, glaube ich, dann mehr oder weniger Besuch von hinten bekommen wahrscheinlich, vor allem wenn Johnny Ray da vorbeigehen kann an Ducati und so. Ah, das werden wir dann noch sehen und beobachten. Ja, da hat auch nicht so den Rennspeed Trakosa mit der BMW. Da bin ich auf die 2012er Saison gespannt mit Marco Melandri auf der BMW, das wird sicher interessant. Checker auf der wohl funktionierenden Ducati dann, ja hier wieder extremes Schlingern hinten, warum auch immer plötzlich. Und dann Biaggi natürlich, das wird interessant, auch die Kawasaki. Tommy Sykes ist da 2012 gut unterwegs, also das könnte auch eine interessante WM werden, wenn so programmiert ist, wenn nicht die Ducati wieder im Rennen verliert, so wie jetzt immer. Das wird noch interessant. Aber jetzt müsste dein Checker schon einmal im nächsten Jahr normalerweise mit der Ducati besser sein als wie da jetzt. Bin ich schon auf nächstes Jahr gespannt.
natürlich auch, was für einen Vertrag wir annehmen. Einmal, würde ich sagen, einen italienischen Aprilia oder Ducati und einmal, dann werden wir sicher die BMW auch nehmen. Nur ist die Frage, als erster BMW und dann die italienische oder umgekehrt, das weiß ich jetzt noch nicht. Und Ray an Dosland, 6 an 5 vorbei hin. Da ist er schon auf dem Weg nach vorne. Ist schon hinter Troy Corsa hier, Johnny Ray, da sehen wir es. Im Video kann man es vielleicht nicht ganz erkennen. Aber er ist schon dran. Ja, und wir verlieren ja auch an das Spitzenfeld, muss man ganz klar sagen. Mal schauen, ob wir jetzt Runde 6 wieder langsam in den Reifen vielleicht dann. Ach, muss er schon wieder aufmachen. Schlecht gefahren, wieder die Kurve. Also die drei gerade, die schnellen. Da müssen wir eigentlich die Zeit gut machen. Ah, und Ray hier hinten schon vorbei an Toastline mit der BMW. Also wenn wir jetzt nicht schon langsam ein bisschen Speed finden, wird uns Ray definitiv bald einholen und wir sind weg vom Protest. Ich bilde mir ein, der mittlere Reifen baut auch ab bei mir. Ja, wenn das jetzt schon ist, ist das schlecht. Wir müssen die schnellen Kurven auf jeden Fall hinkriegen. Ja, da ist schon Ray. Hat er schon wieder abgesetzt von den hinteren. Den werden wir bestimmt bald Besuch bekommen. Ja, dagegen werden wir nichts machen können. Ja, und vorne können wir nicht dranbleiben. Man, er ist einerseits das Rennen jetzt zu kurz, dass er hier noch wirklich angreifen kann nach vorne. Ja, hier oben der Vorderreifen. Keinen Grip mehr irgendwie, verstehe ich nicht. Runde 7. Aber wenn wir dann wohl doch in Harten aufziehen, nächstes Rennen. So, jetzt müssen wir hier mal schauen, dass wir hier ein bisschen mit Speed einmal durchfahren, ja. Das war gut, jetzt haben wir da ein bisschen Zeit gut gemacht, glaube ich. Na, mal Spur zu weit innen erwischt hier die Kurve. So, letzte Start 7 hier, ja, war auch nicht so schlecht. Runde 8 von 10. Aber wenn wir die schnell wieder gut erwischen, können wir uns vielleicht vor Ray halten. Schauen wir mal, das wäre auch richtig viel Meisterschaft für uns. Biagi vorne ist weg, den können wir nicht mehr. Ah, hier wieder. Da rutscht man schon, da muss man aufpassen. Und Ray, ja, so schnell, er rutscht natürlich auch schon, bin mir sicher. Schauen, dass wir hier halbwegs durchkommen. Ah, hier fast einen Meter zu spät gebremst. Ah, und hinten rutschen wir auch schon ein bisschen. Nein, Crutchlow mit dem Fehler, mit dem Highsider. Damit schauen wir Platz 1 auf jeden Fall weg, aber mit dem Highsider trotzdem noch auf 2 geblieben. Ja, sensationell. Aufpassen, nicht auf der Wiese anbremsen, das ist tödlich. Ja, da rutscht schon wieder übers Vorderrad weg und da ist schon Ray. Oh. Na, da muss er nochmal zurückstecken. Die Kampflinie fahren hier, noch 2 Runden dann. Ah, wir dürfen nicht den Fehler machen, das war schlecht. Da wollte man einen Crutchler und dann hätte man fast den Platz nach hinten verloren. Ja, aber jetzt muss Crutchler auch aufpassen. Ja gut, 2 Runden, das könnte er noch durchhalten. So langsam ist er ja nicht. Ah, das Hinterrad von uns ist auch nicht mehr das Beste.
mal überlegen, ob wir nicht zweimal hart aufziehen. Und da ist schon Ray. Ja, das ist jetzt wieder brandgefährlich, dass er sich nicht irgendwo in der Innenkurve abschießt. Ah, oh, da ist er schon. Oh Gottes Willen. Ja, das war natürlich... Okay, ist zwar blöd und schießt einen ab, aber da hat es jetzt gerade zufällig für ihn ganz gut gepasst. Und das war's mit dem Podest für uns. Also wir können auf der Schnellen noch einmal kontern. Ah, das ist immer mit Gefahr verbunden natürlich. Ah, besser nicht, dann schießt er uns hier ab vielleicht. Fahren wir lieber auf Nummer sicher, er ist sowieso schneller wie wir. Vielleicht eventuell in der letzten Runde. Und Toastland, ja, wo ist Heslam? So, jetzt geht's gleich in die letzte Runde. Ja, gegen Ray war man machtlos. Crutchler vorne mit dem Fehler, den hätten wir fast gekriegt und dann haben wir selber ein bisschen Fehler gemacht. Naja, jetzt ist die Frage, ob wir da nicht am Start den ersten Runden zu viel verlieren, wenn wir den harten aufziehen. Ja, schlecht gefahren wieder hier, unglaublich schlecht. Boah, da ist er schon. Toastland. Ja, das ist ja schon sehr aggressiv hier. Ja, den wird gar nicht schlecht erwischt. Jetzt kommen wir nicht schnell, dann können wir uns ein bisschen absetzen. Wieder auch leichter Ruckler hier im Spiel. Jetzt wird er gleich wieder da sein. So, letzte Kurve. Riskiert er da alles oder auch nicht? Ah, da vorne rutscht er weg. Zum Glück. Da steckt er nochmal zurück. Harter Kämpfer. Vierter Platz von uns jetzt hier. Eieieiei. Harter Kämpfer für dabei. Ja, Ray hat uns doch überholt. Das ist natürlich für die Meisterschaft auch nicht gut. Heslam nur siebter hinter Troy Corsa, der jetzt noch, ja, auf sechs zumindest. War nicht schlecht. Neukirchner achter, unglaublich schnell unterwegs. Aber Ray ganz gut. 37,8, aber die schnellste Runde hier. 36,9 von Biaggi. Ganz stark. Souverän. Hager, Sachs, Meulen, Camier, Checker, 15. Au, weh, weh. Ja, da bin ich gespannt nächstes Jahr. So, schauen wir weiter in die Meisterschaftstabelle. Und Biaggi hat uns wieder zurück überholt. Ganz klar, wir nur 13 Punkte. Das ist zu wenig. Das wird natürlich ganz hart im nächsten Rennen. Das wird es mal morgen geben. Das geht sich heute leider nicht mehr aus. Somit schauen wir mal aufs Wetter, zweites Rennen, sonnig, das passt. Gott sei Dank. War ja so gut wie keine Regenrennen. Zumindest wenig. Ja, da müssen wir jetzt im zweiten Rennen auch Lin Heslam, unser Teamkollege, muss da schauen, dass er wieder weiter nach vorne kommt. Wir werden uns noch überlegen, ob wir hier zweimal den harten Reifen, ich glaube eher nur vorne den harten Reifen, dass wir jetzt am Schluss vielleicht ein bisschen besser dastehen, aber am Anfang wird es wahrscheinlich dann ein bisschen ein Problem werden. Aber wir werden es wohl riskieren müssen. Ja, somit verabschiede ich mich
dann bis spätestens morgen. Also bis morgen eigentlich. Und bis dann.